drehen heute mein neues Musikvideo. Und wir fangen jetzt an, beziehungsweise sind jetzt gleich schon fertig, mich schick zu machen. Die Lele macht mich hübsch und dann geht's los. Also in dem Song Ich geht es natürlich um mich und das ist ein ganz, ganz persönlicher und ganz intimer Song von mir, wo ich glaube ich auch erstmal viele Jahre erleben musste, um an diesen Punkt zu kommen, wo ich auch darüber singen kann. Ich glaube, wir kennen es auch alle, dass die Welt vor uns einmal zusammenbricht. Das war für mich auch ein sehr wichtiger Moment im Leben und die gibt es auch immer wieder. Gerade als Mama hat man oft das Gefühl zu scheitern, vielleicht auch nicht gut genug zu sein, oft Selbstzweifel. Aber umso wichtiger ist es, dass man wieder aufsteht, dass man weitergeht und dass man lernt, an sich zu glauben und sich eben auch so zu akzeptieren und zu lieben, wie man ist. Der Homie und ich hier dachten, wir erzählen noch kurz was zum Shot. Die Typen in den Masken stellen die Internet-Community dar und wenn du den Bekanntheitsgrad hast, den Sarah hat, bist du natürlich dem irgendwo auch ausgeliefert. Du bist in einem Glaskasten drin. Selbst wenn du was dagegen sagen würdest, wird es dir schlecht ausgelegt oder es wird dir gut ausgelegt. Es kann von einem Moment vom Guten ins Schlechte rutschen und das Schlimme ist ja an der Internet-Community auch, es ist halt anonym. Also das heißt, jeder kann dich einfach beleidigen und du wirst niemals rausfinden, wer es war. Es ist 20.32 Uhr, letztes Set. Disco-Kugel nochmal für eine Moody-Performance, praktisch mit den ganzen Streifen, mit dem Brechen, mit den verschiedenen Facetten des Lichts, auch nochmal Performance mit Mikrofon. The Rap!